Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und vor allem liebe Sparer. Die EZB hat ein Projekt, von dem die Öffentlichkeit viel zu wenig weiß. Sie will einen sogenannten E-Euro einführen, also digitalisiertes Zentralbankgeld. Ein EZB-Bitcoin, quasi ein Zentral-Digital-Euro. Das Projekt ist intransparent und wird nach dem Motto von Jean-Claude Juncker durchgezogen. Wir beschließen etwas und warten ab. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wir, die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, machen hiermit einen Aufstand gegen diesen Zentral-Digital-Euro. Es gibt eben noch ein Zurück. Wir wollen Transparenz und fordern eine Informationskampagne über die Entstehung von Geld in einem Zentralbanksystem, über die Aufgaben der Zentralbank selbst und die Chancen und Risiken des E-Euros. Und zweitens danach eine Volksabstimmung nach Artikel 20 Grundgesetz über die Einführung des Zentral-Digital-Euros. Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Euro-Einführung gab es damals keine Volksabstimmung. Und heute haben wir Inflation, Schulden, Armut und eine wackelige Währung. Der Euro musste schon mehrmals gerettet werden. Wir erinnern uns an Whatever It Takes des Schuldenmeisters Mario Draghi. Man beachte dabei immer zulasten Deutschlands. Gestern Abend sagte Peer Steinbrück bei Maischberger, Schuld an der Inflation ist die überexpansive Geldpolitik der EZB. Zitat Ende. Recht hat er. Die Aufgabe der EZB ist laut Satzung aber Preisniveaustabilität. Der Brandstifter EZB wird uns hier als Feuerwehr verkauft. Digitalisiertes Zentralbankgeld, so wie die EZB es will, macht das zweistufige Bankensystem überflüssig. Gerade in Deutschland haben wir 800 Volksbanken, 400 Sparkassen mit insgesamt 340.000 Mitarbeitern. Wenn das vorbei wäre, das wäre das Ende für den Finanzstandort Deutschland und ein endgültiger Abschied von unserem Wohlstand. Die Risiken des Zentral-Digital-Euros sind riesig. Der Datenschutz ist fraglich. Minuszinsen könnten direkt vom digitalen Bargeld abgezogen werden und sogar die selektive digitale Enteignung von missliebigen Personen wäre möglich. Zum Beispiel jemand, der partout nicht auf seinen Diesel verzichten will. Jemand, der weiter fünfmal im Jahr mit dem Flugzeug für Kurzreisen fliegen will. Jemand, der sich nicht mit mRNA impfen will. Ein solcher Zentral-Digital-Euro ist ein feuchter Traum von Klaus Schwab und seiner großen Transformation. Weg damit. Stellen Sie einfach sicher, dass Papier- und Münzgeld das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel bleibt. Dazu gehört auch, dass man seine Steuern mit Bargeld begleichen kann. Denn nur Bares ist Wahres. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und passen Sie auf Ihr Geld auf. Wir sind hier im Parlament. Wir machen hier keine Aufstände. Wir machen es im übertragenen Sinne. Eine Metapher.